Über 100 Journalisten sind nach Mühlen gekommen, um ihn zu sehen. Totilas und seinen neuen Reiter Matthias Alexander Rath. Pferdehändler Paul Schockemühle hat das Wunderpferd gemeinsam mit Ann-Kathrin Linsenhoff gekauft und zu sich nach Mühlen geholt. Aber als er dann hier war, haben wir ihm eine Woche Pause gegeben. Ich hatte mir natürlich vorher schon mal auch überlegt, wer passt da vielleicht rauf. Ich habe Matthias Rath in den letzten Jahren doch häufiger reiten sehen. Bin von seinem Talent überzeugt, von seiner Art mit Pferden umzugehen, von insgesamt seiner Art auch zu leben, wie er sich gibt und so weiter. Und alles das, diese Persönlichkeit hat mich schon beeindruckt und habe ich gesagt, mit Matthias versuche ich das zuerst. Und dann bin ich sehr schnell auch mit Klaus ins Gespräch gekommen und danach auch mit Ann-Kathrin. Und Matthias hat dann erklärt, ich versuche das. Und die sind dann nach Mühlen gekommen. Und da muss ich sagen, ich war überwältigt. Schon gleich, in den ersten 30 Minuten war ich überwältigt, wie dieses Paar, Reiter und Trainer und dazu das Pferd, wie das nach 20 Minuten eine Harmonie war. Ich habe das Pferd, wie gesagt, sehr häufig gesehen. Ich glaube, Edward Gahl hat Fantastisches geleistet mit diesem Pferd. Ich bin aber auch der Meinung, dass Matthias Rath im Zusammenhang mit seinem Trainer, dem Vater, Großes leisten wird. Diese Gelassenheit, die dieses Pferd jetzt ausstrahlt, habe ich ehrlich gesagt vorher nicht gesehen. Matthias Rath saß zum sechsten Mal auf Totilas, doch auch an das erste Mal kann er sich sehr gut erinnern. Als ich dann das erste Mal drauf saß, so wie mein Vater vorhin auch schon erzählt hat, das war einfach fantastisch. Und wir haben dann so langsam versucht, uns an ihn heranzutasten, dass man sich langsam aneinander gewöhnt. Weil natürlich kann man sich nicht einfach draufsetzen und einfach losreiten, sondern es muss ja auch erstmal passen. Und das haben wir, glaube ich, die ersten zwei, drei Male ganz gut hinbekommen. Und das Gefühl ist einfach überwältigend. Ich habe dann irgendwann angefangen, als wir dann angefangen haben, Pirouettenarbeit zu machen, hatte ich irgendwann die erste Linkspirouette geritten. Und ich bin normalerweise auf dem Pferd kein Mensch, der jetzt großen Emotionen ausbricht oder seinen Hut in die Menge schmeißt oder loslacht oder sowas. Aber ich habe diese erste Pirouette geritten und ich konnte wirklich nicht mehr anhalten. Ich habe einfach laut angefangen zu lachen, weil das Gefühl ist, das ist einfach Wahnsinn gewesen. Und so ist es in ganz, ganz vielen anderen Dingen bei diesem Pferd auch. Und ich bin unheimlich froh und dankbar, dass ich dieses Pferd reiten darf. Das Gefühl ist in jeder Lektion gewaltig auf diesem Pferd. Vom ersten Abtraben bis zum letzten Galoppieren. Und Matthias Rath.